was wir heute spielen? Wie wär's denn mit Wildstar? Tag Leute, willkommen zu Game Inc. Spielt heute auf dem PC spielen wir das MMO Wildstar, welches vor nicht allzu langer Zeit Free-to-Play wurde und ich es mir deswegen zugelegt habe. Und was ich von diesem Spiel halte, erfahren wir in dieser Folge. Und deswegen starten wir die Aufnahme in 3, 2, 1, go! Wunderbar! Und hier sind wir auch schon im Menü. Und wir spielen hier diese kleine mit Hasenohren und buschigem Schwanz versehene Schönheit. Aziri heißt die Klasse, glaube ich. Und wir können rein rauszoomen, was mir sehr gut gefällt. Man kann nämlich sehr weit rauszoomen. Also Übersicht ist hier gewährleistet. Wie jeden Tag bekommen wir hier, der 8. Tag habe ich gespielt, eine Belohnung. Am Tag 10 bekommen wir raumfahrenden Dagoon. Was das ist, werden wir sehen. Also ich. Cool. Hoverboard oder Nacht der Schatten? Ich will ein Hoverboard. Achso. Na gut. Belohnung einfordern. An Charakter binden. Yes. Mein Inventar ist voll. Scheiße. Wieso ist denn mein Inventar voll? Was bist du denn? Flasche der Ernte. Yay. Okay. Kurz, bevor wir uns mal so in das Geschlachtgetüm Dingens Kirchen. Okay, was ist hier? Richtig reinwerfen und dem Spiel widmen. Will ich ein bisschen was zum Spiel an sich sagen. Es gibt insgesamt 8 verschiedene Klassen bzw. Rassen, wenn ich mich nicht ganz irre. Darunter gibt es Menschen, so Art Zwerge, Roboter, das ganze Programm halt. Und dann gibt es auch noch Berufe, die ganz geil sind. Und es gibt insgesamt 4 Berufe, nämlich eines Soldaten, eines Erkunders. Ja, ich bin doch da. Eines Erkunders, eines Aufbauers und ich glaube eines Medimagiers. Ich weiß es nicht, was das letzte war. Und ich habe den Erkunder genommen, da man so wie jetzt gerade ganz hoch springen kann. Was ist denn hier jetzt noch? Ich verstehe das nicht. Ja, ich habe doch gemacht. Oder nicht? Und jeder, nachdem welche Rasse man nimmt, kann man bestimmte Fähigkeiten bzw. Klassen nehmen. Also wir haben im Grunde Rassen, Klassen und Berufe. Und dadurch, dass es jetzt Free-to-Play ist, kann man nur sagen, lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, was hier zu tun ist. Das ist ein Auftrag allergrößter Wichtigkeit. So. Den kann Nachdem wir das hier hinter uns haben, überlassen. Werden wir uns jetzt mal einer Aufgabe widmen. Nämlich manipulieren Sie Signale. Hey, immer schön langsam. Was ist los? Du hast viel zu tun. Also pack gut. Es an. Was mir sehr gut gefällt, mit dem Druck auf die F-Taste können wir uns hier den Weg anzeigen lassen. Was verhindert, dass wir uns die meiste Zeit richtig hart verlaufen. Manchmal kommt es doch ein bisschen zu Unstimmigkeiten. Aber in der Regel ist das kein Problem. Oh, hier ist ein Kampf. Da kann ich jetzt mal ein bisschen das Kampfsystem erklären. Wir haben, so wie der Typ hier auf der rechten Seite, oder die beiden, so eine Art Arkanenpistolen. Also wir schießen
mit Zauber. Yay. Und wir können normal angreifen über 1. Wir können Schüsse auch wie hier laden. Alles, was in dem Bereich ist, wird getroffen. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir möglichst viele Gegner in diesem Radius haben. Dann habe ich noch eine Attacke, in dem ich natürlich teleportieren kann, um sie zu betäuben, was auch eine ganz geile Sache ist. Ich habe schon öfter versucht, dieses Spiel aufzunehmen, aber es ist mir immer irgendwie nicht gelungen. Also mir irgendwas dazwischen gekommen. Wer bist denn du? Hallo. Ich möchte mit dir reden. Ja gut, dann rede ich halt nicht mit dir, dann gehe ich halt einfach so weiter. Habe ich gar kein Problem damit. So, wo geht es hin? Ich habe keine Ahnung, was diese Leute sind. Ich behaupte, es sind Buffs, damit ich schneller mich fortbewegen kann. Ich kann auch so einen Doppelsprung machen, was ich sehr gut finde. Dadurch werde ich nämlich deutlich agiler wie sonst in MMOs. Ich komme ganz gut zurecht. Ich mag die Grafik, ich mag den Soundtrack. Dein Bericht, Verwandte. Und man hat auch immer ein bisschen was zu tun. Schnell, bevor Oh shit. Ich habe schlimm Fallschaden erlitten. Ich sollte mich erstmal ein bisschen heilen. Ich kann mich zwar jetzt auch mit so Spritzen heilen, so wie ein Diablo oder so. Und die Gegner kriege ich auch angezeigt, wo die treffen werden mit ihren Attacken. Da kann ich dann schön via Rolle ausweichen. So, jetzt laden wir den Schuss auf. Die sind schon ein bisschen härter, die Gegner hier. Aber am Anfang war das alles noch nicht so tragisch. Aber jetzt, na? Jetzt ist gerade. Zack! Jetzt müsste ich beide betäubt haben. Laden einen Schuss auf. Zack. Und wir kämpfen im Grunde gegen NPCs, die aber, oh fuck, die gleichen Klassen haben wie wir. Mein Inventar ist schon wieder voll, das nervt mich echt hart an. So, nehmen wir mal hier die Schuhe. Die Schuhe haben wir weg, löschen. Gibt's da nicht. V-Beutel aufnehmen. Wie ist es? Elva Top. Mann, oh Mann. So viel Sheet. So. Gut. Hier unten sehen wir auch unser Level. Stufe 18 eher. Und wir haben dann noch ein Kundschafter. Sind wir erst Stufe 1, weil ich noch nicht sehr viele Kundschafter-Missionen gemacht habe. Oh shit. Wir sind auch böse. So, den laden wir jetzt mal schön auf. Zack. Gar kein Problem. Was manchmal ein bisschen blöd ist mit diesen Sachen, die man auswählt. Ja, so. Zack. Ich deaktiviere mal. Aha, hier deaktivieren. Zack, jetzt haben wir das deaktiviert. Und was passiert jetzt? Es geht im Grunde darum, dass zwei Gruppen von Gesinnung auf diesen riesigen Planeten gekommen sind und um die Vorherrschaft kämpfen. Es gibt so die elitären, reichen Leute und die Art Rebellen, ein bisschen wie in Star Wars, könnte man sagen. Und die kämpfen jetzt eben auf diesem Planeten um die Vorherrschaft. Es gibt sehr abwechslungsreiche Gebiete. Ach, jetzt habe ich das an. Okay. Hier kann ich mal zeigen. Jetzt habe ich hier so eine Kabuti-Maske an. Sehr komisch. Ich weiß gar nicht, was die mir bringt. Oh shit. Also, habe ich einiges auf dem Plan gerückt. Ich war nicht so cool. Ich glaube, mehr kann man zu diesem MMO gar nicht sagen, außer dass der hier recht eigensinnig ist. Aber ich ihn auch dadurch sehr gut finde.
Man kann natürlich auch noch das klassische Gilden, Handeln, etc. So, jetzt sammeln wir das doch mal auf. Aber man kann es auch, wie man sieht, ganz gut alleine spielen. Macht zwar nicht ganz so viel Spaß, geht aber schon. Die auch mal kaputt, die Ausrufe ab, also sollte das nicht zu kriegen sein. Dieses Feuer, das haben wir noch nicht so ganz gerafft, muss ich sagen. Na, das war doch mal was. Und es gibt mehrere Killstufen, wie man sieht. So, müssen wir jetzt wieder da hoch, oder was? Müssen auf jeden Fall mal hier das Zeug sammeln. Das ist nämlich auch eine Quest. Man kann schön neben und parallel laufen lassen. Das ist ja schön. Und man kann viele Quests auch direkt vor Ort abgeben. Muss nicht erst wieder zu der Person hinlaufen und das machen. So, jetzt ist mein Inventar immer noch voll. Ich müsste eigentlich mal jemanden aufsuchen, dem ich mein Sheet hier verkaufen kann. So, hier. Wenn man Sachen nicht findet, einfach immer wieder an den gleichen Ort zurückgeht. Und dann geht das schon. So. Uiuiui, hat die mich gesehen? Naja, aber sie hat nicht sonderlich viel Interesse. Schön, dass man sich auch so umgucken kann mit der linken Maustaste. Und man kann... Oha, das greift mich doch an. Dumme Kuh. Naja, kriegst du gleich einen geladenen Schuss in die Fresse. Na? Die hat einen ganz coolen Angriff mit ihrem Feuerschwert da. So. Betäubt. Nice. So, jetzt gucken wir uns mal auf der Karte um. Hier, diesen Bereich habe ich schon entdeckt. Ich weiß gar nicht. Ach so, ja, das ist nur ein Gebiet. Hier befinden wir uns. Das ist dieses kleine Ding. Hier können wir uns überall... Weißtal, das ist eher so Eislandschaft. Ach, und das ist ja noch nicht immer alles. Das ist nur einer von drei Kontinenten plus ein Mond gibt, wo ich auch schon drauf war, was ziemlich fett ist. Also wie ihr seht, riesige Welt zu erkunden. Da habe ich Bock drauf. Was ist das? Ah, ein Schnelltransport. Okay. Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Dann gucken wir uns doch mal hier ein bisschen um. Zoom mal ein bisschen raus, haben wir eine Übersicht. Gehen wir hier weg. Ich habe nichts mit euch zu schaffen. So schnell können wir uns aus der Gefahrenzone holen. Oh, aber hier sehe ich schon, die sind noch Teil einer Quest. Können wir auch mal schön rausgezoomt. Und Wildstar soll, wenn ich mich nicht alles täuscht, auch noch für die Konsolen rauskommen. Worauf ich sehr großen... Okay. Darauf hätte ich sehr viel Lust. Okay. Da ist noch jemand. Der haut ja. Aber Respekt. Okay, mit dem ist das gar kein Problem. Jetzt werde ich aber mal gucken, dass ich mal in eine Stadt wieder zurückgehe.
Uiuiui. Hier sind Fallen. Was bist denn du? Stellungskampf, okay. So. Warten wir uns mal ein bisschen. Wir sollen jetzt nicht auf den Sack gehen. Na, geht doch. So, jetzt müsste doch auch hier gleich. Genau. Hier ist doch ein Lager, beziehungsweise eine kleine Stadt. Und wie man sieht, das sieht schon echt hübsch aus. Auch können wir mit so einem Ding fahren. Ein Hoverbike, aber erst auf Stufe 9. Mhm. Briefkasten, da. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Hier sehen wir doch eine Quest. Ich will jetzt hier das... Wie Aktion nicht möglich? Natürlich. So, wunderbar. Aurin sind wir. Aha, und wer bist denn jetzt du? Bericht, bitte. Gruppe plus 2. Können wir das machen? Ja, nehmen wir uns doch mal hier. Jetzt haben wir das Problem mit diesem zu wenig Platz haben. Wenn das Müll ist, dann... Ja, löschen wir das. Bleibe gesund und unversehrt. Auch das. Was haben wir da? 25. 30 Frankenschalen nehmen wir doch auch. Durchschreite die Schatten mit Umsicht. Ja! Yeah. Und wir haben eine neue Stufe erreicht. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur immer noch etwas finden, wo wir unseren Scheiß verkaufen können. Jetzt können wir uns mal angucken, wie wir aussehen. Naja, nicht sonderlich anders. Ich rieche Betrug. Aber okay. Ich muss ja sagen, ich bin Fan von diesen gemalten Texturen. So, hier lässt sich doch bestimmt was verkaufen. Du siehst mir sehr händlermäßig aus. Na los! Das willst du nicht verkaufen. Aber das hier würde ich gern verkaufen. Das. Flasche des Reichtums brauche ich nicht. Oh, kaufen doch mal einen kleinen Beutel. Ich denke jetzt nämlich Anwender, haben wir noch ein paar. Erzähl mir das Neueste. Wie viel Geld habe ich denn? Kaufen doch mal drei kleine Beutel. Zack, zack. Das ist ja voll mit Beuteln. Was hast du denn hier? Ich werde das nicht zweimal sagen. Aha. Das ist ein Quest, verstehe ich. Ich werde das nicht zweimal sagen. Stück für Stück 11. Ich habe keine Ahnung, was der von mir will. Aber na gut. Wo ist denn hier mein Charakter? Ich habe was in der Post. Aha.
Nehmen, nehmen. Schön. Löschen. Wie komme ich denn nochmal auf meinen Charakter? Ist das Z? Nope. Brauche ich auch nicht. Hier haben wir meinen Charakter. Wegstecken. Feuersturmzielgerät. Und wie benutze ich das? Naja, gut. Ist was passiert? Okay. Wir sehen uns später. Nein, das tun wir nicht. Mal gucken uns jetzt mal um, was wir hier sonst noch so zu tun haben. Oh, da oben sehe ich, kann man hochklettern. Mal gucken, ob wir da hochkommen. Ich war gerade irgendwo zum Einsammeln. Naja, machen wir erstmal hier die. Gehen wir uns erstmal die Belohnung. Okay, wir haben was Neues. Auskühlen. Set benutzen. So. Kleine Jump-Einlage, um da den Aussichtspunkt freizuschalten. Nein! Bin ich denn hier gelandet? Ich verstehe. Ach, Kacke! Scheiße, Mann. Ich meine, schade. Versuchen wir das jetzt nochmal. Einmal versuche ich das jetzt noch. Das lässt sich aber auch echt schwer abschätzen. Kacke, Mann. So, haben wir das jetzt geschafft? Yay! Anzünden! Tada! Ist das jetzt irgendwas gebracht? Ich befürchte, nein. Von wie kommen wir jetzt hier wieder cool runter? Wer sitzt denn da? Jägerin von Waldhort. Okay. Ah, wahrscheinlich kann ich hier einfach runterlaufen. Dachte ich mir schon. 44 jetzt kriegen wir hin. Das kriegen wir noch verkraftet. So. Dann werden wir uns jetzt mal darum kümmern. Das heißt, wir geradeaus und leicht links, also so die Richtung. Da gibt es noch was zu tun. Ja, Belohnung, habe ich doch jetzt alles gesehen hier. Ach, wir haben jetzt auch Unterstützung. Runenheiler, nehme ich. Total witziges Monster-Design. Wieso doch freigeschaltet, der Oberachter? Aber wohl nicht den ganzen Tag. Okay. Machen wir uns doch mal auf die Suche. Kann sein, dass du töten musst. Geht das klar für dich? Ich bin da, um auf diesen Wald aufzupassen.
töten, okay. Spürst du es? Sogar die Bäume sind nervös. Ja, ich bin Danke, auch ganz nervös. Danke, dass du das für mich tust. So, jetzt gucke ich mal auf die Zeit. Oh, wir spielen ja schon fast eine halbe Stunde. Wir müssen bald zum Ende kommen, Leute. Aber der Soundtrack treibt. Also, Thumbs up. Und wenn das Ding mit einer Diablo-Steuerung auf den PC kommt, kann ich mir gut vorstellen. Ja, wie? Hier war ich doch jetzt gerade. Dass man ordentlich Spaß hat an dem Spiel. Was ist da? Oh, ich hab's alle auf. Hab ich da eine Chance? Okay. Ah ja, hab ich schon eine Chance. Ein paar Teile. Nice. Nehme ich alles. Jetzt geht es wohl hier drum, irgendwie Zeugs zu sammeln. Mal wieder. Zack. 60%, dann noch zwei wohl. Okay, was ist das? Ja, später bekommen wir hier auch wohl so coole Gefährte, die man sich zulegen kann. Bin ich aber noch nicht das Level für. Oder etwa doch. Doch, ich müsste jetzt Stufe 9 sein. Hm. Naja. Ich suche mir jetzt hier auf jeden Fall noch ein bisschen den Wolf. Und ich hoffe, es hat euch einen schönen Einblick gegeben in dieses Spiel, welches Wildstar genannt wird. Das MMO, was hoffentlich bald für die Konsole auch kommt. Free to play. Darauf hätte ich sehr viel Spaß. Es sieht cool aus, es macht Spaß, es ist übersichtlich. Hat eine schöne, gigantische Welt zum Erkunden und einen super Soundtrack. Ich kann nur meine Empfehlung dafür ausgeben, denn wer hier nicht zuschlägt, hat wohl keinen PC. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zocken, vielen Dank fürs Zusehen, abonnieren und ich sage, ich bin raus und bis auf dann.